Sieht ja gut aus, Stefan. Schlafen hoch. Ja. Und dann kriegen sie heute noch weg, den hier, oder was? Fast. Fast. Okay. Da hinten hat er schon alles gehimmelt. Ja. Schatzi! Also schwarz-weiß! Genau, mal ganz was anderes. Hier ist euer Farmfuhr, Abrissunternehmer aus MV. Ihr habt so einen Hut und das sieht aus wie so ein Pisspot. Ja, keine Worte, ja. Und ich bin es mittlerweile gewohnt, so mit Roberto auf die Straße zu gehen. Geil, die Tasche, geil, sagte sie so. Ne? Eine Baustelle in Güstrow. Gelbes Auto, dazu Glitzer, Glamour und ein Designeranzug. Hallo Stefan. Grüß dich, Robi. Hi. Der Hut ein Unikat. Roberto Lenowald ist Abrissunternehmer. So, vom Ock. Ein knallhartes Geschäft. Und er ein Exot in der Branche. Das sind die Bauschutthaufen. Hier ist er jetzt bei, ne? Stimmt's? Ja. Ja. So, und an dem Haufen baggert er jetzt, an dem Nummer 5, Hauwerk 5. Der Abrissunternehmer hat alle anderen Baustellen für diesen Auftrag stillgelegt. Denn laut Vertrag müssen sie hier in 2 Wochen fertig sein. Sein ganzer Maschinenpark ist jetzt hier im Einsatz. Kontaminierter Boden. 500 Tonnen pro Tag haben die Mitarbeiter vor der Brust. Wie viele Touren haben die jetzt heute gefahren? Weiß nicht. Weißt du das, Stefan? Wie viele Touren heute gefahren wurden? 5 bis jetzt. Ja gut, 7 müssen wir schaffen, 7 Touren. 12.000 Tonnen. In einem Monat, in 4 Wochen. Also sehr sportlich. Sehr sportlich, aber ich denke mal, Freitag werden wir sehen, wo wir stehen. Definitiv. Ja, sieht es ganz gut aus vom Zeitplan? Ja, im Moment sehr gut, würde ich sagen. Und ich denke auch, dass wir es schaffen. Roberto Lenowald hat die pünktliche Baustellenberäumung garantiert. Und bislang hat er noch jeden Vertrag fristgerecht erfüllt. Vor 10 Jahren trennte er sich von seinem Firmenpartner, übernahm 300.000 Euro Schulden und startete sein eigenes Unternehmen. Heute hat er 18 Mitarbeiter. Die haben mich in den Anfangsjahren auch unterschätzt, definitiv. Und dann habe ich immer gedacht, ach, lasse mal. Oder auch meine Mitbewerber. Dann habe ich den auf das Land gezogen. Und dann habe ich mir auch eins gefreut, insgeheim, muss ich sagen. Aber ernst genommen wäre ich schon. Doch, die Leute kennen mich ja schon viele Jahre, auch mit meinen Outfits. Und was sie da vielleicht hinter meinem Rücken reden, das wird natürlich auch mal sein, dass sie da vielleicht ihr Späßchen machen. Aber das ist ja nicht so schlimm, das gehört mit dazu. Ne? Der Firmensitz bei Tetero. Alles blau-gelb. Inzwischen ist das sein Image. Hier schlägt das Herz der Firma. 2 Sekretärinnen kümmern sich um die Abarbeitung der Aufträge. Astrid Marmorow hat heute Dienst. Die aktuelle Post von heute, die habe ich dir noch gar nicht hingelegt. Das kriegen wir hin. Gut. Alles klar. Was dabei bei der Post irgendwie wichtig ist? Nee. Erstmal nicht, nein. Okay. Sind auch bloß die 2 Sachen. Mhm. Ich kannte ihn tatsächlich vorher auch überhaupt nicht. Was ja auch komisch ist, weil jeder hier in Tetro und Umgebung kennt ihn. Ich kannte ihn nun tatsächlich nicht. Und ich war erst mal leicht schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das hat sich nachher ganz schnell geändert. Er war genauso normal wie jeder andere auch, trotz seiner verrückten Outfits. Und ja, also es macht Spaß, es ist wirklich schön. Aber er kann auch ernst sein und er kann auch mal richtig auf den Tisch hauen. Also das darf man alles nicht so unterschätzen. Ja, habe ich schon erlebt, es ist nicht lustig. Ich lese gerade die Mail hier. Ich weiß nicht, was wir damit meinen, dass wir da angemagert haben. Klär's doch mal bitte ab, ne? Okay, danke. Tschüss. So, Problem abgewälzt auf Sekretärin. Guter Chef. So, ja, das haben wir das. Seine Auftraggeber haben sich inzwischen an den schrillen Unternehmer gewöhnt. Und auch an sein Büro. Ich habe einen Malerbetrieb natürlich hier aus Tetro und der darf mir immer nur seinen speziellen Mitarbeiter schicken, weil ich ja meine Sonderwünsche habe. Und wenn ich dann morgens in die Firma kam, als wir am Maler waren, dann sagt er, na Roberto, was hast du heute wieder aus? Ich sage, Mensch, Reik, wir haben die Wand gelb, also müssen die Stuckleiste oben 2 blaue Streifen, einen gelben haben. Und da, wo wir die blaue Wand haben, ich sage, müssen wir 2 gelbe Streifen und einen blauen haben, also das Gegenpart, den Gegenpart dazu. Knallbuntes Büro, extravagantes Outfit. Auch ein Trick.
Denn hinter all dem steckt ein echter Geschäftsmann. Dann muss ich am Spitzenbleistift schon mal ansetzen und versuche das Objekt zu kriegen. Klappt auch oft. Und ich habe auch ein Bauchgefühl, wo ich auch immer auf das Bauchgefühl höre. Habe ich erst Wochenende wieder gehabt. Da habe ich einen Auftrag, letzte Woche einen Auftrag gewonnen, wo ich gesagt habe, Mensch, du musst den Preis so und so einsetzen. Fahr eigentlich nach Hause, weil ich mir nicht sicher war. Sagt so meine Sekretärin, Astrid, wir schicken das noch nicht ab, lass mich mal drüber schlafen. In der Wirklichkeit schlafe ich gar nicht drüber. Ich stehe morgens auf und sage, das bleibt so, oder ich setze mal 5% Skonto rein oder 3%. Es gehört auch ganz viel Glück dazu, dass man dann auch den Auftrag, ich habe einen Auftrag mal mit 200 Euro vor den zweiten gewonnen. Das war einfach Glück. Ne? Habe ich mich natürlich gefreut, weil es ein schönes Objekt war. Ne? Die andere Seite des kühlkalkulierenden Abrissunternehmers. Als Internetstar auf Instagram mit 20.000 Followern. Täglich was Neues. Seit 5 Jahren macht er das. Hallo liebe Freunde, hier ist euer Farmfuhr Abrissunternehmer aus MV. Mein heutiges Outfit ist doch wieder durchaus unnormal bunt. Die Socken, seht ihr auch, die passen ja auch. Wieder spiegelt es ja in der Hose in grün. Das schöne Shirt. In schönem Orange, die passende Kette natürlich. Die fingerlosen Handschuhe. Der coole Hut mit diesem bunten Hutband. Und natürlich die Brille dazu. Das Firmengelände mit den blau-gelben Büroräumen. 2013 hat es der Abbruchunternehmer gekauft und ausgebaut. Das Herz sind seine Lagerstellen und das Trennkonzept. Hier lagert er recycelte Baustoffe, die der Kunde dann hier auf dem Werkhof abholen kann. Wir haben hier unsere beschrifteten Boxen. Die erste zum Beispiel, da kommt der Ziegelbaustoff rein, was der Containerwagenfahrer hier anbringt, wird abgekippt, auf große Hängerzüge verladen und zur Deponie gefahren. Dann haben wir unsere Baumischbox, wird hier reingekippt. Unsere Rohlitzbox, das wird als Zuschlagstoff, den wir verkaufen, für Trassenunterbau. Unsere Holzbox, wo wir die Container mit Holz reinkippen. Also, was hier auf den Baustellen abgerissen wird, kommt getrennt nach unterschiedlichen Baustoffen auf die entsprechenden Haufen. Holz zu Holz und Stahl zu Stahl. Nach dem Meißeln wird geschreddert. Je besser er trennt, desto mehr landet im Wiederverkauf und desto weniger muss auf die Deponie. Die Deponie kostet. Der Wiederverkauf bringt was ein. Also hier ist das gute Material, das ist der reine Betonbruch. Das kommt von der Baustelle. Wird da vor Ort gebrochen auf den Baustellen. Wir transportieren das dann hierher. Ne? Sehr gutes Material für den Straßenbau, für den Unterbau. Ne? Ein Berg aus Betonkleinteilen, der dann wieder im Autobahnbau landet. Pro Tonne bringt das 7 Euro. Auch sauber getrennter Stahl und Eisen lassen sich wiederverwerten. Für eine Tonne Mischschrott gibt es rund 250 Euro. Erneute Chefvisite auf der Baustelle in Güstrow. Innerhalb von einem Monat muss alles fertig sein. Kontaminierter Boden. Das erfordert eine weitere Besichtigung. Mit Bauleiter Stefan Steg und auffälligem Outfit. Für mich entspannt. Und für die Leute ist es interessant, denn Fremde haben sie auch was zu gucken. Top. So soll es sein. Steffen, das war die richtige Antwort. Lohnerhöhung und demnächst. Nicht geübt, ja? Bauhelme ist man hier gewohnt. Aber so ein Outfit ist schon etwas Besonderes. Thomas Schön fährt den Hängerzug. Erst seit 3 Monaten arbeitet er für die Firma. Nee, man kennt ihn ja schon von vorher, ne? So vom Sehen, ja gut, man denkt sich immer seinen Teil, ne? Aber wenn er damit glücklich ist, soll das sein. Tatsächlich sieht es hier nach 2 Wochen so aus. Auftrag ausgeführt. Weiter geht's zur nächsten Baustelle. Das war der Containerwagen, ja. Das ist Micha. Und im Büro kümmert er sich um die Abrechnung für den fertigen Auftrag. Sag gleich Bescheid. Eigentlich wäre der 62-Jährige am liebsten den ganzen Tag auf seinen Baustellen unterwegs. Aber das Abrissgeschäft ist kompliziert geworden. Das hat sich aber jetzt im Laufe der Jahre ist das stetig nach oben geklärt. Immer neue Preise. Ich konnte vor 5 Jahren konnte ich noch einen Preis aus dem Kopf sagen. Eine 10 Tonnen Kies nach da und dahin. Das kann ich heute nicht mehr. Ich muss mir eine Liste nehmen im Auto. Ich habe Zone das, Maut kommt dazu, habe ich meine Legende und das.
Die Preise haben sich so weit von erhöht in den letzten 2 Jahren seit der Pandemie, dass ich das keinen mehr so aus dem Stegreif sagen kann. Angebote durchkalkulieren, Angebote einreichen, Kontakte pflegen. Noch dazu die aktive Mitgliedschaft im Abbruchverband Nord. Der Weg in sein Abbruchunternehmerleben war lang. 2013 erhält seine Familie eine traurige Nachricht. Roberto Lenoweit hat Krebs. 4 Monate Krankenhaus. Eine Zeit, in der sein ehemaliger Geschäftspartner die gemeinsame Firma an die Wand fährt, so erzählt der Unternehmer. Das hier ist Roberto als kleiner Steppke. Den Kampf gegen den Krebs hat er zwar gewonnen, aber noch einmal komplett von vorn angefangen. Als Roberto zum ersten Mal Vater wird, ist er schon über 50. Die Familie sein großer Halt. Inzwischen ist der Unternehmer schuldenfrei. Das Firmengelände hat er gekauft. Der Farbtick war dann fast so etwas wie eine Therapie. Nee, das hat sich seit meiner Krankheit 2010, da lag ich ja 4 Monate in der Uni Rostock, das hat sich seitdem hat das richtig Fahrt aufgenommen. Die Extravaganz der Farben nochmal und der Mode, ja. Dieser Slogan lebt den Tag so, als wenn es der letzte ist, der funktioniert natürlich auch nicht. Aber ich versuche es so gut wie möglich zu machen, ja. Schulferien. Tochter Aline und Ehefrau Tina dürfen gerne stören. So, du hast deine Kinder wieder, alle beide. Komm. Hab ich beide einen Haken heute, oder was? Weil ich muss jetzt zur Arbeit. Ja. Jetzt bist du verantwortlich für die Schnuckis. Okay, dann. Die lasse ich hier und dann kann ich wieder gehen. Ne? Dann leg sie mal alleine in ihre Buchte. Man macht sie alleine. Gut. Dann euch viel Spaß, schönen Tag. Und Mutter Tina ist Steuerberaterin. Dank ihrer Hilfe wurde die Firma groß. Da Ferien sind, nimmt Roberto seine Tochter mit. Keine Merkzettel, sondern Rezepte. Die Krankheit bleibt ein ständiger Begleiter. Und seit meiner Krankheit schon so, diese Enzyme, diese Kreon, die sind sehr preisintensiv. Auch wenn ich da schon mal in die Apotheke gehe, dann lasse ich da schon mal 500 Euro ne, für diese Enzyme, die ich dann haben muss für mein Essen, ne, um die während des Essens einzunehmen. Seine Aufträge kommen aus dem ganzen Umkreis. In Dölitz bei Teterow reißen sie gerade alte Kuhställe ab. Die großen ehemaligen LPG-Hallen sollen saftigen Wiesen weichen. Die wichtigsten Arbeiten eines Abbruchunternehmers finden jetzt statt. Trennst du gut, liegen die Entsorgungskosten pro Tonne bei 45 Euro. Trennst du schlecht oder lässt sich etwas nicht trennen, zahlst du über 200. Nur echte Profis schaffen das, wie mit einer Pinzette rostige Stahlteile rausfiltern. Aline gefällt das. Cool, weil ich darf ab und zu mit Bagger und LKW fahren. Ja. Okay. Wenn sie das anbietet und sie mal Ferien haben, dann darf sie ja schon mal. Ja, sonst klappt es ja nicht, ne? Logischerweise. Aber mit so einem bunten Papa ist es nicht immer leicht. Ab und zu ist es schon sehr komisch. Komisch. Du meinst gewöhnungsbedürftig, ne? Ja, also ab und zu sagen Mama und ich, wir gehen 3 Meter hinter Papa. Ja, kommt auch schon mal vor. Ab und zu sieht er, hat er so Sachen an, damit sieht er auch wie so ein, keine Ahnung. Kommt immer drauf an, was er anhat. Er hat so einen Hut und das sieht aus wie so ein Pisspot. Aber so ein schriller Vater hat auch sein Gutes. Die Belohnung, wovon viele Jungs nur träumen können, für die 10-Jährige kein Problem. Die Spritztour auf dem LKW. Insgesamt gehen die Arbeiten auf der Baustelle gut voran. Kaum Mischbeton. Die Materialien lassen sich einfach trennen. Und so hat sich der Chef einfach mal aus dem Staub gemacht. Abenteuerurlaub in Bayern, wie die Netzgemeinde auf Instagram erfährt. So, liebe Freunde, heute sind wir auf dem Weg zum Gletscher hoch. Wir sind mal ganz locker jetzt 125 Euro los. Da haben wir erstmal nicht schlecht geguckt. So, Robert, bist du bereit? Ja. Wir sind unser Wingovers. Wir starten mit dieser Manöver. Oi. Während Familie Lenoweit in den Seilen hängt, übernimmt Bauleiter Stefan Steg die Chefrolle. Und hier in Dölitz droht ausgerechnet jetzt ein Baustopp. Angeordnet von der unteren Naturschutzbehörde. Hier haben sie auch ein Schwalbennest im Bau festgestellt. Und deswegen durften wir hier auch noch nicht anfangen. Aber der Kollege kommt noch mal nächste Woche und guckt sich das an. Und ich denke mal, dann
könnten wir es abreißen. Bis dahin erstmal nur die angrenzenden Gebäude abtragen. Anordnung vom Bauleiter. Nach dem Trennprinzip, versteht sich. Und tatsächlich, das Schwalbennest war nicht mehr bezogen. Auch die letzte ehemalige Viehhalle kann die Firma abreißen. Auf dem frei gewordenen Gelände ist eine grüne Wiese als Landeplatz für Bienen und andere Insekten geplant. Ein neues Projekt in Güstrow. Früher gab es hier einen Kleinbetrieb mit Wohnhaus. Die Kalkulation gestaltet sich allerdings schwierig. Und verdienen will der Unternehmer ja auch noch. Ich muss jetzt abschätzen, wie viel Massenbaustück könnten hier liegen. Muss man das dann ausrechnen mit einem Umrechnungsfaktor. Ist natürlich immer ein bisschen waghalsig, weil wir haben hier Hohlräume zwischen. Da liegt zum Beispiel kein Bauschutt. Also ich muss mir irgendwie jetzt eine mittlere Höhe ausdenken, wo ich dann diese ganze Fläche mit dieser einen Höhe durchgehe, um diese halbwegs Massen zu bestimmen. Es gibt vollständig nie, es ist immer ein gewisses Risiko bei, weil ich komme ja auch nicht rein da, ne? Das ist einfach so. Alle, die jetzt sag mal, diese Ausschreibung bekommen haben, die sind hier und haben sich das angeguckt und geben dann ein Angebot ab, ja. So ist der übliche Wertegang. Und dann irgendwann wird mal informiert oder kriegt ein Absageschreiben. Und das hier sind die entscheidenden Schritte für das Angebot. Ohne Zollstock und mathematische Formeln. Ich habe das Grundstück abgeschnitten. Also ich habe da vor vielen Jahren ein Metermaß für mich im Schritt entwickelt. Ich könnte auch mit Zollstock, aber ich habe das mal so für mich ausgemessen. Und dieser Schritt, der ist eigentlich genau mit der Meterschritt. Also geht das einfacher. Die Konkurrenz bietet bei jedem Projekt mit. 21 Abbruchunternehmen gibt es in der Region. Also ist das unternehmerische Feingefühl gefragt. Das Ziel, das attraktivste Angebot zu hinterlegen, bei dem für die eigene Firma auch noch etwas abfällt. Bekommt er den Zuschlag, landet ein Teil des Geldes hier. In seiner Lieblingsfrauenboutique in Zingst auf dem Darß, bei Nicole Zorno. Morgen. Hi, meine, hallo, meine Liebe. Na? Wie geht's? Gut. Ja? Und du? Ja, mal gucken, was ihr Schönes für mich habt, Siehst eventuell. Ein bisschen crazy ja, aus, ne? Ich bin ein bisschen crazy, immer. Ja. Ja, ist nicht unbedingt immer mein Spaß, aber der ist sehr witzig, ja. Das wäre doch was. Wenn er noch angezogen so aussieht, wie er da aussieht, ja, dann ganz perfekt. Cool. Ganz cool. Das ist schon. Okay. Okay. Gehen wir los? Gehen wir los, ja. Rein in die Kabine. Hallo Roberto. Hi. Grüß dich. Das probiert er hundertprozentig. Das ist eigentlich auch Robertos Style. Was toll ist, ist, dass es viel Damenmode ist, ne? Was da drin ist, immer das. Boutique-Mitarbeiterin Nicole erinnert sich an den ersten Shoppingbesuch von Roberto. Ja, war ich voll erstaunt. Habe ich gedacht, oh, die liebe Zeit, was ist das denn? Weil er kam ganz buntig, war noch am ersten Mal. Habe ich gedacht, Aber jetzt ist es ganz anders. Und es ist, macht Spaß und es, er kann das auch machen. So, Schuhe passen auch gut dazu. Einfach Glück gehabt mit den Schuhen heute. Outfit Nummer 1. Sehr gut erstmal, finde ich. Also guck mal, ich habe heute passend den Hut sogar da. Die Hose passt immer noch. Irgendwie für die Faust aufs Auge heute wieder. Ich dachte, alles. Die wird irgendwann. Ja, das, ne? Vor allem zu dem Anzug hat das super ausgesehen. Also das war wirklich. Mut, das war ganz toll. Sehr gut. Könnte auch Modeberater sein. Eventuell, vielleicht sattel ich ja nochmal um. Und. Ja, ja. Könntest du. Ja, ne? Könntest. Vielleicht verdiene ich ja noch ein bisschen mehr Geld wie mit Abbruch. Eventuell. Doch, das ist mein zweiter Beruf, Shop. Oder ich könnte auch Dekorateur oder Modeberater werden. Das ist das, was mir auch liegt. Also man hat mir schon angeboten, also, dass hier Frauen gesagt haben, Mensch, Roberto, willst du nicht mit uns mal shoppen gehen? Wir fragen unsere Männer mal, dann kannst du uns beraten. Habe ich auch schon gemacht, ja. Das macht auch Spaß. Und dann sage ich, komm, stell dich mal rein und ich hole euch was. Und die Verkäuferin braucht man in der Regel nicht zu. Die auffällige Einkaufstüte für die neuen Stücke gibt es obendrauf für gute Kunden. Einmal im Monat ist er hier. Den Rest kauft er online im Netz. Bei guten Geschäftsabschlüssen sind da schon mal 300 Euro drin. Und so lustwandelt der Abrissunternehmer durch das Urlaubsparadies und wird zur Touristenattraktion. Jeanette und Dirk Richter aus Sachsen haben da schon so eine Ahnung. Das ist deine Sendung, Shopping Queen. Jeden Sonntag vor der Sportschau. Oh, also
nicht verkehrt. Es ist natürlich was anderes so, aber ich finde das nicht schlecht. Und vor allem mutig. Ich finde das ja immer wieder mutig, dass man sich so darstellt. Und warum sollen Männer keinen guten Geschmack zeigen? Ist ja nicht nur den Darm vorbehalten. Außergewöhnlich, auf jeden Fall. Ja, nee, sah gut aus. Es ist einfach Freiheit, Sonne, Urlaub, Ostsee. Ja. Warum nicht? Mit der Ausbeute vom Shopping geht's ins blau-gelbe Zuhause. Daheim in Großwüstenfelde schlägt jetzt die Stunde der Wahrheit. Denn Ehefrau Tina ist bereits einiges gewohnt. Und deswegen kritisch, was die Ausbeute angeht. Hallo. Hallo mit dir. So, ich bin zurück vom Shoppen. Was hast du denn wieder schön gesagt? Ja. Seit 10 Jahren ist Tina mit Roberto verheiratet. Kennengelernt haben sie sich über eine Zeitungsannonce. Nur damals war alles noch nicht so bunt. Am Anfang waren es nur die Sachen. Jetzt sind es ja die Brillen, die Tücher, die Uhren, die Armbänder. Das muss ja jetzt alles miteinander abgestimmt werden. Ja, auch hier. Ich meine, damals waren es weiße Wände, als ich hergekommen bin. Jetzt sind es gelbe Wände oder blau eben, ne, da nebenan oder so. So, jetzt kommt der große Augenblick. Schatzi! Also schwarz-weiß! Genau, mal ganz was anderes. Wahnsinn! Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also irgendwie hat den... Aber... Durch das Muster ist das sehr... Ja. Der kommt bei mir im Schrank rein, der Bläser. Was? Wo hängt, es mir egal, ne? Wer zuerst am Schrank ist. Passt auf. Ja. Ein bisschen groß, bisschen groß. Ja, ein bisschen. So, hier seht ihr meine ganzen Ketten. Das zieht sich dann bis hier lang. Hier sind die ganzen Brillen drin, wie die kleine Säge. Das sind natürlich auch mal so eine extravaganten Sachen drin. Die sehen aus wie Kiemen. Das ist meine Seite hier. Da habe ich mal gemerkt, das ist meine neueste Errungenschaft gewesen. Den habe ich jetzt in Hamburg beim Event angehabt, wo ich eine Rede gehalten habe beim Verband zum 75. Jubiläum. Sehr gut angekommen, sehr schöne Farben. Man muss damit schon klarkommen. Also als Frau muss man da ein bisschen, denke ich mal, auch zurückstecken. Ne? Weil ich sag mal, bei uns sind die Rollen andersrum. Also mein Mann braucht länger, ich warte, ne? Bis Mann fertig ist und nicht bis Frau fertig ist. Aber er ist, wie es ist. So, jetzt seid ihr mal im Heiligsten aller Heilige. Hier sind das sind eigentlich meine Schmuckstücke, diese extravaganten Hüte mit dem Hummer drauf. Und natürlich diesen lilan passt natürlich zu dem lilan Mantel. Und dann diesen Glitzer-Outfit, was ich euch oben gezeigt habe. Ist schon krass, wenn wir dann beide spazieren gehen, also wenn er das Ding auf hat. Die hat neue Stiefel, ne? So, dann hat die Tatsache diese Stiefel hier unten gesehen, in dieser Fraktion, und da habe ich ja irgendwann mal da hinten versteckt gehabt, ne? Also, die Modellreihe Peter Pan. Ja, keine Worte, ja. Und ich bin es mittlerweile gewohnt, so mit Roberto auf die Straße zu gehen, so. Mit einer neuen Errungenschaft aus dem Kleiderschrank geht es zum Dorffest in Großwüstenfelde. Das hat Tradition und ist ein wichtiger Termin für die Lenoweitz. Sie wollen nicht die abgehobene Unternehmerfamilie sein. Auch deswegen bringen sie selbstgemachten Kuchen mit fürs Buffet. Roberto ist hier groß geworden. Teile seiner Familie leben hier. Das ist so schön, dass du an uns denkst. Ich bin um 4 extra aufgestanden heute Morgen. Ja. Schaulaufen für den Unternehmer, den hier wirklich jeder kennt. Ich kenne dich auch nur mal, ne? Oh, du kennst mich nicht mal von Dorf. Auch die jüngeren Semester, wie Mattes Hanebrink. Nur, das ist unser farbenfrohster Abrissunternehmer, ne? Also, das ist eigentlich damit alles gesagt, ja. Kommt hier aus dem Dorf, ist ja, also ich komme auch hier aus dem Dorf. Und, man kennt sich eigentlich von klein auf an. Ich folge mir auch auf Instagram, gucke immer seine Stories mit an. Ist immer lustig, das zu hören. Ist für das Dorf dörflich auf jeden Fall was anderes, aber ja, locker, lustig drauf und immer mit dabei. Ne? Vom 83-jährigen Hermann Wolf hat Roberto in der LPG einst das metrische Fahren gelernt. Er war ein ehrlicher Arbeiter, aber er war sehr selbstbewusst. Was er so vorhatte, hat er auch gemacht. Und das Schlimmste ist immer, wenn ein Lehrling zu seinem Lehrmeister keinen Respekt hat. Das ist schlimm. Und Respekt hat er immer gehabt. Mit Horst Krüger verbindet ihn eine jahrzehntelange Freundschaft.
in den schwierigen Zeiten seiner Krankheit und in besseren. Wir waren mal zum Konzert nach Andrea Bocelli in Hamburg und das Auto in der Tiefgarage. Da fuhr so ein Cabriolet an uns vorbei, eine Dame, offen. Und die Bremsen quietschten und Rückwärtsgang rein. Ich denke, was denn jetzt passiert? Ne? Und Roberto hatte eine tolle Tasche, und wieder so üblich ist, wenn wir zu solchen Empfängen gingen. Dann. Und dann schaute sie nur ohne Kommentar, ne? Geil, die Tasche, geil, sagte sie so. Ne? Da wissen wir gar nicht im Moment, was sie sagen sollen. Ne? Mit genau dieser Tasche hasten die Lenowites über das Festgelände, um wirklich alle Bekannten zu treffen. Es wird ein langer Tag auf dem Dorffest. Den Auftrag für die Baustelle in Güstrow hat er bekommen. Seit 2 Wochen tragen sie hier die alten Gebäude ab und haben wahre Schätze gefunden. Die alten Steine haben die Mitarbeiter per Hand herausgetrennt und gereinigt. Das Ergebnis verkauft der Chef jetzt. Für 80 Cent das Stück. Das ist das alte Reißformatsteine, so 23 mal noch was. Und das wird ja da auch, da bauen sich viele Grillecken raus und so ein alte Fenster mit rein und so. Ne? Also das wird sehr viel genommen. Die fahre ich jetzt dann mit dem Lader am, mit dem LKW, der lädt sich die auf und wird am Hof gestapelt und von da aus vermarktet. Ja. Bis zu 10.000 Euro Gewinn sind drin mit den alten Reißformatsteinen. Tags drauf die nächste Baustelle für den Abrissunternehmer und sein Team. Wieder ein ehemaliger Viehstall. Das Terrain schwierig. Genau deswegen haben sie ihren besten Baggerfahrer in die Kabine gesetzt. Nur Harald kann wirklich schnell und perfekt trennen. Holz zu Holz. Und Stahl zu Stahl. Wie immer. Nur so stimmt am Ende auch die Kalkulation. Das ist das A und O auf der Baustelle. Mittlerweile wissen das die Leute auch schon. Ne? Also unsere Leute, die jetzt jahrelang bei uns tätig sind. Also was wir hier jetzt versäumen, das holen wir später nicht mehr auf. Da gibt es ja verschiedene Fraktionen. Sauberen Bauschutt mit 20% Verunreinigung oder mit 5%. Das ist immer gleich wieder 10, 20 Euro teurer, ne? Pro Tonne. Ne? Je nach Verunreinigungsgrad macht das bei 10.000 Tonnen schon mal einen Unterschied von 80.000 Euro. Obwohl er inzwischen mehr Schreibtischtäter ist, Baustellenbesichtigungen will Roberto Lenowit mindestens noch bis 70 machen. Und Lagerfell tragen. Ein Dandy auf der Baustelle. Ja, ich bin als ganz einfacher auf dem Dorf angefangen, ne? Von der LPG und hab ein eigenes Unternehmen mit. Jetzt mit mir sind 19 Mann. Das ist schon toll. Und doch, bin ich schon stolz wie Bolle drauf. Das ist einfach so. Doch, ich kann schon was vorweisen. Und alles aus eigenen Mitteln und wenig Mitteln. Viel Glück gehabt. Ganz toll, fleißig gewesen und immer gerackt. Und harter Weg, steiniger Weg, aber im Nachhinein alles richtig gemacht. Mal gucken, wo der Weg uns dann noch weiterhin führt.